So, herzlich willkommen zu diesem Special. Dank Robin haben wir es geschafft. SNES Big Box Full Set. Und die Musik, die ihr gerade gesehen habt, ist von Lufia. Man spielt den kleinen Jungen Maxim, der in einem Dorf aufwacht und dann versucht, die Welt zu retten. Geschichte, was mich das Spiel gekostet hat, kriege ich noch zusammen. Stefan, bei uns aus der Gruppe Sammler des Grauens, so habe ich ihn auch kennengelernt, hatte das in eBay Kleinanzeigen, wo er dann gemerkt hat, dass ich Sammler bin. Hat jemand einen unheimlich fairen Kurs gemacht. Ich habe fürs Lufia 70 Euro bezahlt. Grüße gehen raus an dich, Sascha. Ist auch immer noch in der Gruppe. Ich hatte damals den Spieleberater ausgetauscht. Und Modul weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich es gelassen habe oder getauscht habe. Zustand ist, finde ich, sehr cool. Und habe es leider Gottes noch nicht geschafft, großartig zu spielen. Auch früher in der Jugend nicht. Ich bin auch nicht der Riesen bei SNES, der Riesen RPG-Spieler. Vieles mal kurz angezockt, aber nicht wirklich durchgezockt. Aber ich bin froh, euch dieses Fullset präsentieren zu können. Jetzt seht ihr die Werbung zu meinem nächsten Big Box-Spiel. Brandneu, Mario Paint, das Super Nintendo Spielset mit einer richtigen Computermaus. Jetzt kommt deine Fantasie voll ins Spiel. Damit wirst du zum Künstler und machst deine eigenen Kunstwerke. Mit Mario Paint drehst du Trickfilme wie ein Profi. Doch damit nicht genug. Du kannst sogar deine eigene Musik komponieren. Und alles auf Video festhalten. Nur für Super Nintendo. Mario Paint. Komplett mit der tollen Computermaus. Nintendo. I want it all. So, das war die Werbung zu Mario Paint. Seiner Zeit damals definitiv voraus. Obwohl die Werbung ein bisschen mehr hält, glaube ich, wie das Spiel verspricht. Findet man oft noch auf dem Flohmarkt, aber als erstes Rich Modis Kölsch, entweder Spende von Retro Frev oder von Blue Master, kann ich es mir genau sagen. Zustand dieser OVP ist gut, da fehlt mir auch noch die Schutzhülle, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich hier die normale Big Box Schutzhülle mache, ist es wie gepresst, ich krieg's beinahe mehr raus, wie wenn es einen halben Zentimeter größer wäre. Aber es wirkt nicht so. Man hat hier 15 Farben zur Verfügung, 75 Muster, verschiedene Hintergründe. 1000 Formen stehen zur Auswahl und kann quasi damit seine eigenen Zeichentrickfilme machen. Es ist ganz cool, ich will es nicht schlecht reden. Für die Zeit damals definitiv eine coole Sache, glaube ich. Haben wir mal anfangs gezockt, so ein bisschen, ist okay, in dem Fall auch komplett. Und was oft fehlt in diesen Sets ist die Anleitung für die Maus, die habe ich drin, Spielanleitung klar, Maus und Game. Und ja, wie gesagt, muss ich mich mal schlau machen, ob ich da eine spezielle Schutzhülle brauche. Oder ob ich das einfach nur das Gefühl habe, dass es einfach nur ein bisschen enger anliegt. Aber ich bin froh, es zu haben. Und jetzt seht ihr einen Werbetrailer zum nächsten Game. In einer längst vergessenen Zeit, in einem unbekannten Land, wo Friede herrschte, bis eine böse, hinterlistige Macht alles zerstören wollte, bist du der Einzige, der die Ordnung wiederherstellen kann. Aber du brauchst die Hilfe deiner Freunde und die Macht des Schwertes von Mana. Das erste Action-Rollenspiel für drei Spieler gleichzeitig. Ein Abenteuer ohne Ende. The Secret of Mana. Das Gute und Böse im Kampf um das Herz eines jungen Kriegers.
Secret of Mana. Zustand ist völlig okay. Jetzt nicht Mint, aber ich bin auch kein Mint-Sammler. Mir ist es wichtig, die Spiele zu haben. Komplett. Auch mit Spieleberater. Im schönen Zustand. Modul brauche ich jetzt nicht zu holen. Indie ist drin. Und auch wieder ein RPG. Hier geht es quasi ums Gleichgewicht zwischen Gut und Böse, jetzt grob zusammengefasst. Sehe ich gerade zum ersten Mal, bis zu 3 Spieler simultan mit Multispieler-Adapter. Habe ich noch nie gemacht. Also wie gesagt, wie Mina und ich dieses Spiel bekommen haben, wir haben es mal kurz drin gehabt, aber echt wenig gezockt. Heutzutage spiele ich gerne RPGs auf den neuen Konsolen. Ich muss die für die SNES definitiv irgendwann mal nachholen. Und ja, was heißt nachholen? Was soll ich da sagen? Ich bin ein SNES-Fullset-Sammler. Das gehört in die Sammlung. Ob ich das großartig noch spiele, kann ich wirklich nicht mehr sagen. Aber ich bin froh, es zu haben. Sammler halt. Und ja. Zustand ist definitiv völlig okay. Freut mich. Prost, Jungs. Jetzt seht ihr den japanischen Werbetrainer. Allein die Stimme finde ich total faszinierend. Zu meinem nächsten Fullset, ja genau. Zu meiner nächsten Big Box. Viel Spaß dabei.繰り返される創造と破壊、大地を復興させ、全ての生命を見守るのだ。今、地球の命を導くものへ、アクションRPG、天地創造、95年秋発売、エニックス。 Terranigma. Ein Spiel, das in einer Bücherei beginnt. Ich glaube, außer das nächste Spiel, was nachher kommt, das, was wir als längsten drin hatten, von Enix. Und mit Speicherfunktion, alles klar. Und ist auch in dem Fall... in sehr guten Zustand, wie man sieht, bis auf diesen Abriss. Deswegen, das werde ich irgendwann mal updaten, falls es mal nochmal in die Finger kommt. Aber kann auch mit dieser Version leben oder mit diesem Zustand leben. Spieleberater, top. So, na, geh ich jetzt nochmal rein. Na, Bildschirme? Oder nicht? Terranigma, wohl bahnbrechend und für viele das beste RPG auf der SNES. Wie gesagt, das haben wir ein bisschen gezockt. War auch interessant. Aber wenn du heute die modernen spielst, ist es unheimlich schwer, sich darauf nochmal zu konzentrieren. Jetzt sieht der ein Trailer für mich eines der besten Spiele, die es auf der SNES gibt und das wir auch nahezu durchgespielt haben. Viel Spaß beim Trailer. Nintendo presents Super Metroid, das beste Action-Adventure für Super Nintendo. 24 Mechs, die unter die Haut gehen. 6 gigantische Welten. Nur für Super Nintendo. Willkommen zurück zu Samus' zweiten Abenteuer nach der NES. Samus ist eine Frau.
Super Metroid, Hammer. Ein geniales Spiel, was man heute immer noch zocken kann und kann ich nur jedem empfehlen. Diese Big Box hat mich gekostet, ohne Spieleberater, den ich hatte, in der eBay-Auktion 20 Euro. Da hatte echt sehr unvorteilhafte Bilder drin. Und diese Big Box war auf Bild 5 oder 6. Bekam damals auch für Metal Marines das Poster mit. Ich habe es in irgendeinem Video habe ich das auch gezeigt. Das waren die, den ich zusammen, glaube ich, mit Eule gemacht habe. Die OVP ist in gutem Zustand. Ich zeige das jetzt mal. Aber das ist nämlich was. Da liegt das Modul nämlich falsch. Oder nicht drin. Hier ist das Modul. Schöner Zustand. Spieleberater neuwertig. Und der OVP fehlt gar nichts, würde ich sagen. Wenn da nicht die Rückseite wäre mit diesem kleinen Abriss. Aber für 20 Euro für ein Metroid Big Box, na, da wäre ich ja blöd gewesen, nicht zu bieten. Und wie gesagt, ich habe diese ganze Auktion bekommen, glaube ich, für 60. Und das Metal Marines Poster, da war noch, das war so leer UVP. Ich weiß nicht, ob jemand diese Auktion kennt. Und als Suchbegriff ingibt SNES, leere UVP, dann ist ab und zu mal so Auktionen drin. Und da haben wir das Glück, da war auch noch eine Terranigma Big Box leer drin, die hat aber Eule damals bekommen. Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Wir haben das für 60 Euro geschossen, jeder 30. Und ich habe dann, also ich hatte das Metal Marines Poster und diese Big Box bekommen. Eule die Terranigma Big Box und noch irgendwas. Und da war noch, ja, nichts Besonderes. Das war das, er hatte diese Müllspiele, Bugs Bunny oder was weiß ich, hat er auf Seite 1 gepackt und Metroid halt auf Bild 5 und das noch ziemlich versteckelt. Ich habe dann auch nicht gefragt, sondern einfach gedacht, ich biete jetzt und habe das dann ersteigert, wie gesagt, ein paar 60 Euro. Das war ein wunderbarer Schnapper. Das Modul hatte ich auch. Das Modul konnte ich ja wieder. Ging damals. Ne, ich hatte die Klassik-Version in OVP und die ging damals zum Schweden raus. Die hat mich nichts gekostet, bin ich ehrlich. Und habe dadurch die Big Box. Hammer. Sehr cool. Super Metroid kann ich jedem nur empfehlen, ob als loses Modul oder wie auch immer. Definitiv zocken. Geiles Spiel, geiles Abenteuer, macht immer noch Spaß. Jetzt seht ihr ein Video von Illusion of Time. Bis gleich. Ihr seid die Auserwählten für die Reise in die Ewigkeit. Ihr jagt durch Raum und Zeit. Ihr verwandelt euch in furchtlose Krieger. Illusion of Time, das neue Action-Rollenspiel mit dem magischen Spieleberater. Nur für Super Nintendo. Illusion of Time. Man begleitet quasi Will auf der Suche nach seinem Vater und der Lösung der Problematik mit dem Kometen, der, warte, ich guck mal, der alle 800 Jahre sich immer wieder der Erde nähert und für Zerstörung sorgt. Und die Zivilisation an den Rande des Untergangs bringt. Soll auch ein schönes Spiel sein. Und wo ich das her habe, weiß ich dann leider nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich dafür bezahlt habe. Kriege ich nicht mehr zusammen. Weiß ich jetzt nicht. Sehe aber, dass auf der Schutzhülle noch die Folie drauf ist. Die muss ich gleich entfernen. Weiß aber, dass es komplett ist. Und Spieleberater auch in einem zufriedenstellenden Zustand. Modul ist top, das weiß ich. Weil das Modul hat, kriegst du alles so, ja, wo viel, ich habe viel Sets früher aufgekauft.
auf dem Weg zum Fullset. Du könntest das Modul immer mal wieder tauschen. Und ja. 76-seitiger Spieleberater dabei. Ja, ist ein cooles Spiel. Fand auch den Trailer jetzt ganz cool dazu zu dem Spiel. Ja, ist ganz in Ordnung. Das Spiel, muss ich zu meiner Schande gestehen, hatte ich glaube ich 5 Minuten in das Nest. Ich hätte da echt einiges nachzuholen, wenn ich in Rente bin oder so. Das ist echt Wahnsinn. Und der Zustand ist soweit in Ordnung. Ist hier dieser, ja, wie hat man das früher genannt, Sicherheitssiegel, wenn manche Geschäfte hatten das hinten Folien, also auch anderes Nestspiel nicht, die haben da so ein Sicherheitssiegel drauf. Und keine Ahnung warum. Und ja, ist halt so. Jetzt erstmal natürlich keine Ruhe, ich will mal das direkt. Aber nur noch diese Ecke, okay. Edition of Time. Also was ich gehört habe, sehr empfehlenswert. Ich kann es euch selber leider nicht sagen. In diesem Sinne, seht ihr jetzt einen coolen Trailer zu meiner nächsten Big Box, die ich zeige. Bis gleich. Du entdeckst fremde Welten voller Geheimnisse, voller Abenteuer, voller Gefahren. Kämpfe gegen Magie und Zauber in Mystic Quest Legend, dem spannendsten Fantasy-Rollenspiel für das Super Nintendo. Tauch ein in die Welt deiner Fantasie. Mystic Quest Legend. Mit einem kompletten 76-seitigen Player's Guide. Mystic Quest Legend. Mystic Quest Legend. Der Text hinten drauf könnt ihr lesen wie aus dem Castlevania-Spiel. Eine Legende wird wahr. Du bist der Ritter aus der Legende. Kalte Winde fegen über die Felder. Feuer wütet und die Bäume vertrocknen. Die Erde stirbt. Nur du kannst die Welt vor dem Untergang bewahren. Der Dämonenkrieg verschlingt das Licht der Erdkristalle. Das ist alles andere als ein Spaziergang. Das ist das Abenteuer, von dem noch die nächsten Generationen sprechen werden. Dich erwarten die hinterhältigsten, erbarmungslosesten und gemeinsten Kreaturen deiner Welt. Mystic Quest Legend ist Teil einer der erfolgreichsten Rollenspiele überhaupt. D-Mark, 99,50 Mark gekostet. Auch wo ich das her habe, weiß ich leider nicht mehr. Weiß nur, dass der Zustand absolut top ist. Und ja, ist hier dieser Aufkleber mit 99,50 Mark drauf. Und bin froh, es zu haben. Zustand ist auch vom Spieleberater wirklich sehr gut. Da gibt es gar nichts. Hol jetzt nicht ganz raus. Aber alle Spieleberater an allen Big Boxen, ohne fehlenden Seiten, ohne großartige Knicke, habe ich über die Jahre immer wieder abgedatet. Und ja, froh es zu haben. Und ja, bin richtig froh, jetzt wirklich dieses Big Box Fullset zu haben. Eins kommt noch, dann erzähle ich noch kurz was. Ja, ich freue mich. Also auf wen auch immer, ob auf Sascha oder Stefan, Prost. Also Rich Modis Kölsch. Schmeckt richtig süffig. Kann man trinken, egal von wem es ist. Also schmeckt richtig gut. Natürlich nicht mit Karlsberg zu vergleichen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber kannst du trinken. Und jetzt seht ihr einen Trailer zu meinem letzten Big Box. Bis gleich.
und jetzt gehen ganz besondere Grüße raus an Robin, ein Sammler aus dem Saarland, der mir heute Morgen meine letzte fehlende Big Box gebracht hat. Es ist noch ohne Indie. Modul und Spieleberater habe ich ausgetauscht und eben schon meine alten getauscht mit Franz gegen das SNES-Spiel, was mir fehlt. Und Indie kommt noch rein, deswegen lasse ich es drin. Das Modul ist top, was drin ist jetzt, und Spieleberater ist neuwertig. Ist wohl die Big Box in meinem schlechtesten Zustand. Hat hier einen bösen Kratzer. Aber ansonsten, von der Form her, wenn es Indie drin ist, glaube ich, wieder top. Und vielleicht kriege ich irgendwann mal wieder eine. Wenn nicht, reicht die mir als Fullset-Sammler wirklich völlig aus. Und ja, Big Box Fullset. Ich habe gerade zu Milan gesagt, in dieser kurzen Pause, wenn mir das einer vor 5,5 Jahren gesagt hat, ich habe mal Big Box Fullset, hätte ich gesagt, ja klar, ich habe ein Lotto gewonnen. Und jetzt ist es soweit und das macht mich, ja, als Videospielverrückter einfach froh, dieses Stück Videospielgeschichte zu Hause zu haben. Und ja, ist einfach Bombe. Und wisst ihr was, ich erzähle euch noch was, gleich eine Geschichte. Aber vorher kredenze ich mal dazu ein Whisky Cola. Bis gleich. So, kredenzt. Ist ein irischer Whisky, Patty. Schmeckt echt klasse, ich bin ein irischer Whisky-Fan. Mein zweites Hobby, Whisky. Dazu sagen, kann ich sagen, abseits von dem ganzen Retro-Quatsch, wird demnächst hier auf dem Kanal ein Video erscheinen mit meinem Freund Panzer. Whisky-Testing. Wir sammeln Whisky im Moment aus der ganzen Welt, sind jetzt bei 10, 12 Flaschen und werden da mal ein Testing abgeben. Und wird kein langes Video, denke ich, aber wer es nicht gucken will, guckt es. Fertig, aber ich will hier auch mal mein anderes Hobby zeigen, das ist halt eben Whisky. Dann will ich die Chance nutzen, weil es ein schöner Anlass ist, dieses Big Box Fullset. Den inneren Kreis, die Gruppe der innere Kreis grüßen. Ganz besondere Grüße an Franz und Ahmed, an Björn, an Verdi, an den Dude, an Christian. Alles korrekte Leute in die Gruppe und noch mehr, es sind 10 Teilnehmer. Mit den Namen tue ich mir dort noch schwer, auch wenn ich schon ein paar Monate drin bin, aber das ist die wahnsinnigste erste Gruppe, in der ich je war. Sie sind alle bekloppt. Also sind alle wahnsinnig. Also der Ahmed, total lieber Kerl und total durchgeknallt, aber korrekt. Und die anderen auch, noch keine schlechte Erfahrung mit jemandem gemacht, alle korrekt. Ich danke Franz, dass er mich als einzigen da damals in die Gruppe reingeholt hat, hat gesagt, du bist genauso bekloppt wie die, du passt da rein. Ist halt eben was anderes wie eine Sammlergruppe. Aber sehr schön und ich fühle mich wohl und total durchgeknallt und wie gesagt, Ahmed, du schnappst noch Franz. Das kriegst du hin. Und ganz besondere Grüße auch an die alte Gruppe Beer Games und Deals. Hab euch lieb. Hoffe, es geht euch jeden gut. An Discord von Retro Beer. An die Gruppe Sammler des Grauens. Und an Discord von Retro Beer. Und heute bin ich von Retro Street, also YouTube-Kanal Retro Street, noch in eine kleine Gruppe eingeladen worden. Auch da gehen Grüße raus. Ja, es ist cool, wie sich das alles entwickelt hat. Das hätte ich vor 5 Jahren alles nicht so gesehen oder erhofft auch. Auch hier mit dem Kanal über 300 Abonnenten zu haben, das ist für mich schon too much. Ich meine, manche Videos werden 250 Mal geguckt oder angeklickt, manche 150 Mal, das ist mir alles nicht falsch verstehen. Ich bin für jedes Like froh, ich bin für jeden Kommentar froh, ich beantworte auch jeden Kommentar. Aber ich mache das wirklich
so wie es in der Kanalbezeichnung steht, für mich und Milan auf dem Weg zum SNES und N64 Fullset. Und Milan wird ja auch älter und irgendwann mal hier zu hucken, mit meinem Sohn einen irischen Whisky zu trinken und uns da ein paar alte Videos anzugucken, wie wir zu dem Fullset gekommen sind. Wäre cool. Und deswegen machen wir das. Zum SNES Big Box Fullset nochmal zurück. Eine fehlt, wem es aufgefallen ist. Zelda. Eine auf 5000 limitierte Big Box, die nur in Schweden erschienen ist. Bei uns kam nur die normale UVP raus, sage ich jetzt mal. Wenn sie auf dem Markt ist, unbezahlbar. Also wirklich unbezahlbar. Das geht nicht. Da behalte ich die normale UVP. Und das wäre auch das Einzige. Ich hasse Repros. Also, wer mich kennt, weiß. Aber das wäre das Einzige, weil ich habe schon Spieleberater, das alles habe ich. Das wäre das Einzige, was ich mir als Big Box und Repro, wenn ich sie irgendwo finden würde, hinstellen werde. Das wäre wirklich das Einzige. Die Hoffnung, eine Zelda Big Box aus Schweden, die eine der 5000 limitierten Versionen zu bekommen, das ist unmöglich. Das kriegst du nicht. Das ist erstens nie verfügbar. Also wirklich nie. Ich habe in den Zeiten, die ich sammle, ich habe noch nie eine gesehen. Ne. Ich habe noch nie eine gesehen. Mittlerweile stelle ich, heute war Robin da. Liebe Grüße, also aus Sammler des Grauens. Wir haben uns 2 Stunden unterhalten. Das ist, manchmal glaube ich, das ist ein Mythos, dass es diese Big Box gibt. Aber es gibt sie. Ist klar. Aber für mich wird das ein unbezahlbarer Traum bleiben, wenn nicht gerade irgendjemand sagt, hey, dem Wahnsinnigen aus dem Saarland, ich habe die doppelt, dem schicke ich die zu. Aber das wird nicht passieren. Prost. Ansonsten, ja, es geht voran. Es wird jetzt als nächstes Video eine Game Room Tour kommen. Ich bin jetzt meine ganze Juni-Einkäufe und das Spiel des Monats Juli, Little Enforcers, ist durch. Es kommt jetzt noch eine Game Room Tour und dann definitiv das Castlevania Teil 2 Special. Da wird es mal kurz etwas ruhiger werden, weil ich Urlaub habe und den Urlaub dann auch wirklich Urlaub nenne. Wir fahren ein paar Tage in den Europapark, 5 Tage, schönes Hotel dort, das machen wir, weil außerhalb Deutschlands habe ich keinen Bock. Und ja, und nach dem Urlaub dann so Ende August, Anfang September, also es kommen jetzt noch 2 Videos, vielleicht finde ich auch noch irgendwas zwischendurch, wo ich zeige. Aber es könnte sein, dass dann im August mal wirklich 2-3 Wochen kein Video kommt, aber ich lebe noch, keine Panik. Dann warte ich auf immer noch auf meinen Grabstein, mein Castlevania Grabstein. Den macht mir eine Nachbarin, die ist Steinhauer, Grabsteinmacherin. Die zaubert mir da was aus einem Reststück. So, keine Ahnung, also Castlevania, Science 1986 und graviert mir das halt so in und in schwarz und ich male das dann so rot aus, habe ich so jetzt den Plan im Kopf und so, dass das Blut so ein bisschen runterläuft oder so, keine Ahnung, irgendwas Beklapptes halt. Und ja, das sind so die Pläne jetzt für die nächsten 2 Monate. Nächstes August könnte es wirklich tatsächlich mal ein bisschen ruhiger werden um mich. Aber alles gut. Wünsche euch eine gute Zeit. Empfehle euch Patty im irischen Whisky. Ich gucke jetzt gleich mit meinem Sohn einen Film. Und ja, ich möchte mich einfach mal bedanken. Ja, auch für die vielen Kommentare oder den Kontakt auf Facebook und das alles. Oder wenn ich es nur sehe, unter den
kleineren YouTubern wie uns, wie sagen wir, Dustin, Retrofreef, Blue Master, Retro Street und ich, was weiß ich, was ich jetzt vergesse, was, was da mittlerweile eine Community entstanden ist. Jeder jeden fragt, hast du das schon, brauchst du, kannst du holen. Gehen die Preise wirklich schon fair miteinander ab. Meistens 1:1. Ja, das ist schon eine coole Sache. Also kommt man im Sammeln auch voran. Hätte müssen 3 Jahre früher für mich sein, hätte ich gerade ein bisschen Geld besser als gespart. Aber es ist so, wie es ist. Und ja, passt auf euch auf. Passt auf eure Familien auf. Trinkt einen irischen Whisky. Also irischer Whisky Patty kann ich nur empfehlen. Und Retrofreef oder Blue Master. Ein Prost zum Schluss. Das Bier ist wirklich gut. In diesem Sinne. Nur der FCK.